Hallo, ihr edlen Dressurpferde da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu Siberia Teil 2. Hier an einem, ja, doch recht undurchschaubaren Rätsel das für mich. Ding klemmt. Ach so, weil das jetzt hier drin ist. Also hier gibt es 10.000 verschiedene Möglichkeiten und ich habe keine Ahnung, was hier der Hinweis sein soll. Man kann das ja hier drehen und ich schätze mal, dass dafür die Pferde hier ausgewählt werden. Aber ich dächte, der Sinn ist ja schon, dass die sich erheben. Boah, das wird jetzt echt ein bisschen, ja, das kann sein, dass ich jetzt echt viel rumprobieren muss, weil ich hier keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll. Wir können das höchstens alles mal ausprobieren. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Wir müssen jetzt alle rein, ne? Wir machen jetzt mal alle in das Äußere. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Wir können wahrscheinlich bloß probieren. Jetzt erhebt sich das zweite. Und das dritte. Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Also heißt das jetzt, dass 2 und 3 richtig sind, ja? Vor allen Dingen, wo muss denn das Ding dann in der Mitte sein? Okay, dann sind jetzt sozusagen die Äußeren noch falsch. Probier es mal so. Na gut, wenn es reines Rumprobieren ist, kriegen wir das hin. Okay, das habe ich mir irgendwie jetzt schwerer vorgestellt. Aber wenn die sich natürlich erheben und man sieht... Es fehlt etwas und... Okay. Und man sieht halt... wie die sich erheben, dann kommt man doch recht schnell drauf. Was hatten wir jetzt noch nicht? Wir hatten, glaube ich, das jetzt noch nicht. Oh. Ist das jetzt richtig? Vor allen Dingen, warum... Also ich raff noch nicht ganz, was das mit dem Kreisel da zu tun hat, warum wir das vorher einstellen mussten. Versteht ihr, was ich meine? Also ob das richtig war... Ja, einfacher als gedacht. Sehr schön. Oh nein. Oh, es war so klar. Die haben doch den Zug geklaut, stimmt's? Das waren diese Brüder. Das waren doch jetzt diese Brüder. Oh nein, scheiße. Oh Mann. Ich will nach Siberia. Ja, shit. Und jetzt? Na gut, wir haben noch das Gefährt da unten. Vielleicht dürfen wir das verwenden. Hey, Malka. Ach so, wir sehen sie gar nicht. Oh nein. Na gut, wenigstens kommt Hans jetzt nach Siberia. Je nachdem, wo die Bürgerbrüder hinwollen. Ich meine, was wollen die auch mit dem Zug? Der ist ja nur zum Aufziehen. Der wird ja in der nächsten Station schon wieder halten. Obwohl, nee, stimmt. Die haben ja gesagt, es gibt kein Halten mehr. Der fährt ja dann durch ins Nirgendwo. Colonel! Der Zug, Kate! Ist er ohne dich abgefahren? Diebstahl! Ich möchte einen Diebstahl melden! Nun hören Sie mal. Hans und Oskar haben ganz bestimmt nicht beschlossen, ohne mich loszufahren. Vielleicht hielt es dein Freund Hans Vorarlberg zu gefährlich für dich, ihn zu begleiten. Bestimmt. Unmöglich. Ich muss ihn zur Insel Siberia begleiten. Verstehen Sie? Nein, bestimmt nicht. Ganz unmöglich. Einfach so abgefahren. Der Zug, Colonel. Er wurde entführt. Ich bin mir sicher. Jemand hat ihn gestohlen. Ah, das ist schlimm. Sehr schlimm, Kate. Hast du jemanden in Verdacht? Ja. Schon möglich. Wer kann so etwas getan haben? Es war Malka.
Ich muss eine... Ja, oh, Entschuldigung. Ach, wenn ich dir doch nur helfen könnte. Aus Versehen zu schnell gedrückt. Tja, da müssen wir unten jetzt mal nachschauen, ob die Berghoff-Brüder noch da sind. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass sie es nicht mehr sind. Sie haben uns so genau über den Zug ausgefragt, auf so gespielte, charmante Art und Weise, aber mit düsterem Unterton. Oder ich habe jetzt nur Vorurteile und sie sind noch unten. Ah, Mist. Oh, ich hatte so sehr gehofft, dass wir einfach weiterfahren können, ohne dass es Probleme gibt. Aber die gibt es halt immer, ne? Es ist bestimmt dieses Gefährt. Habe ich recht? Dieses Gefährt sieht aus wie ein Schlitten. Wenn ich den nur herunterbekommen könnte. Ich habe so das Gefühl, der fährt entweder auf dem Kopf stehend oder man muss diese ganze Schiene umdrehen, wofür der Hebel vielleicht oben ist, den wir nicht betätigen konnten. Es fügt sich langsam alles zusammen. Es fügt sich langsam alles zusammen. Ja gut, wir reden jetzt einfach nochmal mit allen, die vielleicht was gesehen haben könnten. Ich bin mir fast sicher, dass wir zuerst zu den Berghoff-Brüdern müssen, um zu sehen, dass sie eben nicht mehr da sind. Ja, wir machen das auch mal, weil ich glaube, dadurch ergeben sich dann ganz neue Frage- und Antwortmöglichkeiten. Weil es macht jetzt auch keinen Sinn, alles doppelt zu fragen. Ist ja Quatsch. Ich gehe erstmal gucken. Ah, das ist Malka. Ja, ich habe gesagt, ich gehe erstmal gucken. Jetzt zieh es aber auch durch. Jetzt reicht's aber. Ich muss auch mal mein Wort halten. So. Wir klingeln mal. Ah, siehst du? Wer ist das denn jetzt? Ach, Oskar. Vielleicht ist es Oskar. Der hat doch jetzt ein Telefon. Hallo. Oskar hier. Kate Walker. Oskar, wo sind Sie denn? Ist alles in Ordnung? Diese Herren haben mir gesagt, dass sie nicht weiterreisen, dass sie nach Amerika zurück wollen und der Zug abfahren soll. Ich fürchte, ich habe einen Irrtum begangen, Kate Walker. Ja, hast du. Oskar, ist Hans bei Ihnen? Ja, Ivan und Igor haben Herrn Vorarlberg in seiner Kammer eingeschlossen. Ivan und Igor, sagten Sie? Diese beiden sind also dafür verantwortlich, dass der Zug abgefahren ist? Da ist wohl was faul, Kate Walker. Offensichtlich. Allerdings, Oskar, das ist Diebstahl. Die haben den Zug entführt und Sie mit dazu. Ich gerate etwas in Sorge, Kate Walker. Keine Angst, Oskar. Ich finde Sie schon. Sagen Sie, in welcher Richtung fährt der Zug? Geradeaus. Wir sind an keiner Abzweigung vorbeigekommen. Ich fahre so langsam wie möglich. Ich glaube, ich kann Sie etwas aufhalten. Ich? Nein, nein. Ich habe zu mir selbst gesprochen. Ja, ja, ich, Oskar? Oskar! Ruhig atmen, Oskar. Atmen. Ja, die Schweine, hä? Haben die einfach unseren Zug geklaut? Geht. Ja, das kennen wir schon. Also ist ja nicht unser Zug, aber es ist unser Herzstück. Wir haben uns um ihn gekümmert, die ganze Zeit über. Ach nee. Jetzt wissen wir auch warum. Das weiße Gold Sibiriens. Erinnerung an Aralbad. Stimmt, eine Diva scheidet von uns. Oh nein. Aralbad, 5. September. Helena Romanski hat uns verlassen. Die berühmte Diva ist Donnerstagnacht von uns gegangen. In den 60er Jahren verkörperte Helena Romanski die Stimme des Sowjetischen Reichs und wurde zur Botschafterin sowjetischer Kultur. Das Repertoire dieser Interpretin klassischer Musik war in allen Konzertsälen weltweit zu hören. Nichtsdestotrotz, oh, wieder dieses schöne Wort, machte sie es sich auch nur auch zur Aufgabe, von Zeit zu Zeit in Fabriken und Werkstätten einzukehren, um inmitten tausender Arbeiter russisches Liedgut anzustimmen und diesen dadurch zu ganz neuen Dimensionen zu verhelfen. Helena Romanski wird stets einen Platz in unserem Herzen innehaben. Ja, in unserem auch. In unserem auch. Es war
Helena Romanski aus dem ersten Teil. So, und jetzt sehen wir mal das weiße Gold Sibiriens, warum die beiden Burgoff-Brüder es wahrscheinlich vorhatten, dorthin zu fahren. Gemäß Beschluss des Wissenschaftlichen Ausschusses für Paläontologie, oh Gott, diese Schrift, ey, zählt Mammut-Elfenbein von nun an zum nationalen Erbe. Die ausufernde Verbreitung paralleler Märkte und allerlei Formen von Schwarzhandel mit dieser Ware, die aufgrund ihrer angeblichen aphrodisischen Eigenschaften ein wahres Elfenbeinfieber ausgelöst hat, haben dazu geführt, dass die Elfenbeinbestände unseres Landes in besorgniserregendem Maße dezimiert worden sind. Um diesen Zustand Einhalt zu gebieten, sind jegliche Grabungen und Forschungsreisen ohne behördliche Genehmigung strengstens untersagt. Leider wird es stets einige skrupellose Personen geben, die sich den Anordnungen der Regierungsbehörde weiterhin widersetzen werden. Ja, sehr neutral diese Zeitung, muss ich mal so sagen. So, wir haben minus 20 Grad zu erwarten am nächsten Tag, dann minus 18. Ich kann leider kein Russisch, deswegen kann ich euch nicht sagen, welcher Wochentag gemeint ist. Und ein sibirischer Komet. Im Laufe der letzten Tage gingen unzählige Anrufe bei unserer Redaktion ein, denen zufolge ein großes, eiförmiges Flugobjekt am Himmel gesichtet wurde. Da alle unsere Anfragen beim Zentralbüro für astronomische Beobachtungen unbeantwortet geblieben sind, können wir lediglich Spekulationen über die Art des rätselhaften Flugobjektes anstellen. Handelt es sich dabei um einen Kometen, einen ausgedehnten Satelliten oder gar um ein Spionageflugzeug der Tatar-Republiken? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das richtig ist. Wir behalten die Angelegenheiten im Auge. Ja, da wissen wir auch, wer das bedient hat. Den haben wir ja in den Himmel geschossen. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie er hieß. Das tut mir sehr leid. Aber ich hoffe, ihr wisst noch aus dem ersten Teil, wen ich meine. Der bei der Raumstation, der ehemalige Säufer, der nun abstinent im Weltall unterwegs ist. So, ja, der Yuki ist jetzt auch fort. Gott sei Dank. Oder die haben den mitgenommen. Das glaube ich aber nicht, denn dann wäre er ja in der Kiste und nicht in Zirkos seinem Laden gewesen. Nun, dann reden wir mal mit allen Leuten, die wir so finden können. Und überlegen, wie wir hier wegkommen mit dem Gefährt, was wir ja schon gesehen haben. Und es wird wahrscheinlich dieses Gefährt sein. Den Dieben hinterher. Oh, ist das abenteuerlich. Hey, Malka, können wir nicht mehr miteinander... Doch. Hast du das gesehen, Malka? Der Zug ist ohne mich abgefahren. Glaubst du, dein Freund hat dich im Stich gelassen? Nein. Nein. Ich glaube, jemand hat ihn zur Abreise gezwungen. Ach so, das war's schon. Okay. Na gut. Ich dachte, ich hatte mir einen weisen Rat von ihr erhofft. Aber unverhofft kommt oft. So, wir gehen nochmal zu Zirkos und ja, dann wüsste ich auch nicht, wen ich noch fragen soll, außer dass ich dem Kolonel vielleicht Bescheid gebe, da ich ja jetzt nun weiß, wer fehlt. In dem kleinen Zehn-Seelendorf. Oben und unten. Herr Zirkos, es ist schrecklich. Fräulein Walker, was ist passiert? Der Zug. Jemand hat den Zug gestohlen, Herr Zirkos. Den Zug? Ihren Zug? Aber aus welchem Grund würde jemand ihren Zug stehlen, Fräulein Walker? Keine Ahnung, zumal die Gleise nirgendwo hinführen. Zumindest an keinen Ort, der für einen Zugdieb weiter von Interesse wäre. Und für Sie? Was gibt's denn da draußen, das für Sie von so großem Interesse ist? Elfenbein. Für mich, Herr Zirkus? Tja, das ist eine lange Geschichte. Zu lang, um sie einem alten Gaukler zu erzählen? Vielleicht ein andermal, Herr Zirkus. Wie Sie sicher verstehen, muss ich schnellstens ein Mittel finden, diesen Zug einzuholen. Als würden wir den jemals wiedersehen, weißt du? Also, wenn wir jetzt abfahren, dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr zurück. Hätten Sie vielleicht eine Idee, wie ich meinen Zug einholen kann? Keine Ahnung. Vielleicht mit einem anderen Zug. Das geht nicht. In einer Woche? Einem Monat? So lang kann ich unmöglich warten. Es muss doch eine andere Lösung geben. Herr Zirkus. Bitte. Ich weiß wirklich nicht, Fräulein Walker. Tut mir leid. Ach, du bist so unnütz.
Ich muss weiter. Herr Zirkus? Gott beschütze Sie, Fräulein Walker. Ja, Gott könnte mir jetzt mal helfen. Ich bete für ein fahrbares Mobil. Obwohl, das bedingt sich ja, fahrbar und mobil. Müsste halt jetzt bloß gucken, wie ich das Ding zum Laufen kriege. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie umgedreht werden muss, dass es dann oben fährt. Dieses Gefährt. Ja. Wir müssen bestimmt nochmal mit dem Colonel reden. Oder kann ich jetzt vielleicht mit dem mal reden hier? Ist wahrscheinlich nicht, ne? Manchmal braucht man so eine ganz komische Ecke, um das Lupenzeichen zu bekommen. Haben wir ja gerade bei Malka gesehen. Ja, dann kann uns hoffentlich der Colonel jetzt helfen. Sonst weiß ich mir auch keinen Rat. Oder wir ziehen einfach mal den Hebel. Warte mal, wir ziehen einfach mal den Hebel. Vielleicht ging das vorne einfach nicht, weil der Zug da drauf stand. Vielleicht liegt es daran. Nee, das war nicht der Hebel. Warte mal, welcher war denn das? Oder haben wir den doch... Nee, Quatsch. Oh, ich bin doof. Das ist der ganz, ganz vorn. Das ist der ganz, ganz vorn bei dem... bei der Treppe. Shit. Ja, kleinen Moment. Geht sofort weiter. Vielleicht müssen wir dem ja gar nicht mehr fragen. So. Aha. Wusste ich doch. Es ist so durchschaubar. Aber schön gemacht. Ja, können wir ja loslegen, was? Nein, es braucht Kraftstoff und es braucht noch das und dies und jenes. Oder? Dürfen wir jetzt gleich los? Oh. Herrlich. Kaputt. Oh, das hat gerade noch gefehlt. Das Ding gibt den Geist auf. Ja, was soll ich sagen? Es war irgendwie zu erwarten. Hier funktioniert ja nichts auf Anhieb. Der Federmechanismus ist hinüber. Ich muss einen anderen Antrieb finden. Vielleicht das mechanische Herz? Muss ich nochmal zu Zirkus gehen? Nee, ich werde jetzt erstmal mit dem Colonel sprechen, wenn ich gerade mal hier bin. Oh, Mann. Ich will doch nur nach Siberia. Ich habe so Angst, dass wir es gar nicht mehr hinschaffen. Ich hoffe, das Spiel geht ein bisschen länger. Hilfe brauchen. Federantrieb. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Nur Mut, Kate. Okay. Drasine. Ich weiß nicht, was los ist. Ihr Eisenbahngefährt kommt nicht mehr voran. Mir gehört es nicht. Außerdem finde ich, es sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Du solltest besser den Wartungsdienst abwarten. Keine Zeit. Kommt nicht in Frage. Ich muss diese Diebe so schnell wie möglich schnappen. Keine Zeit, muss noch weit. Der Zug wurde gestohlen und die Dresine ist kaputt. Ich fürchte, die Reise ist hier für mich zu Ende, Colonel. Hey. Kopf hoch, Katjuschka. Es gibt bestimmt eine Lösung für dein Problem. Es gibt immer eine Lösung. Katjuschka. Ach, das ist aber auch zu ärgerlich. Es muss doch ein Mittel geben, die Diebe zu verfolgen. Du hast recht, Kate. Vielleicht sind deine Freunde in Lebensgefahr. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt das anklicke, dann ist der Dialog wieder ganz anders und geht in eine ganz andere Richtung. Wenn das Gefährt nicht auf Gleisen führe, könnte man es von einem Gespann ziehen lassen. Man müsste dieses Rad in Bewegung bringen. Mhm. Man könnte da ein Tier reinstecken. Ah! Was meinen Sie, Colonel? Na, gewiss, warum nicht? Aber was für ein Tier? Ich hab keins. Draußen läuft ein Eichhörnchen rum. Ich hätte vielleicht eine Idee. Ich muss eine Lösung finden. Und zwar schnell. Ach, wenn ich dir doch nur helfen könnte. Du kannst dich gefälligst ins Rad setzen und dann mal ordentlich in die Pedale treten.
Entweder Eichhörnchen oder der Yuki, ne? Aber der lässt sich ja nicht dressieren. Wie sollen wir den denn dressieren? Das frage ich mich ja jetzt. Nee, kann sein, dass wir hier das Eichhörnchen. Kann das sein? Ah, jetzt ist es weg. Es ist weg. Aber wo sollen wir den Yuki denn finden? Ich glaube, ein Eichhörnchen ist auch ein bisschen klein. Wie sollen wir den. Warte mal. War gar nicht so eine doofe Idee. Wir können noch mal kurz ins Buch gucken, was der so mag. Ach, ich weiß es. Diesen Orangschlacks mag der. Dann geht das wahrscheinlich alles doch nicht so schnell, wie ich mir das erhofft hatte. Schade eigentlich, schade. So, ich würde sagen, wir befragen jetzt einfach mal wieder alle, die hier so rumlümmeln. Ja, mit Zirkus habe ich gerade geredet. Ich rede nochmal mit ihr und dann nochmal mit Zirkus. Und dann, obwohl er ja eigentlich, Zirkus hat ja diesen Hund versucht zu dressieren. Er müsste eigentlich mehr Ahnung haben, aber ja, ich quatsche jetzt mal mit ihr. Guck mal, in welchem Winkel man stehen muss, bis man die Lupe hier hat. Guck dir das an. Diese Dresine bewegt sich nicht weiter. Sie ist zu beschädigt. Das ist alles deine Schuld. Aber vielleicht musst du nur was finden, um sie zu ziehen. Oder um ihr Rad wieder in Bewegung zu setzen. Süß, wie sie sich beide an den Kopf fassen, ne? Ja, die Idee hatte ich auch schon. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich erst zu Zirkus und ihn nach dem Hund fragen. Also nach dem Yoki. Ist ja kein Hund. Kein Hund. Ich hab dir geholfen, jetzt kannst du ja mir mal helfen. Ah, guten Tag, Fräulein Walker. Yuki. Herr Zirkus, ich suche diesen Yuki. Oh, keine Ahnung, wo der steckt. Wahrscheinlich wühlt das blöde Biest gerade im Abfall rum. Warum so abfällig? Falls ich ihn finde, kann ich ihn dann ausleihen? Oh, da brauchen Sie doch nicht um Erlaubnis zu bitten. Der Köter gehört mir schließlich nicht. Aber lassen Sie sich es gesagt sein, der macht Ihnen nur Ärger. Na, hoffentlich. Er ist vielleicht die einzige Rettung, um den Zug einzuholen. Ich habe keine andere Wahl. Herr Zirkus, ich brauche Ihre Hilfe, um die Dresine zu reparieren. Da fragen Sie den Falschen, Fräulein Walker. Ich kenne mich mit Technik überhaupt nicht aus. Tut mir leid. Kein Problem. Ich muss weiter. Gott Ja, besch. ja. Das ist gar kein Problem. Für die Technik bin ich ja hier zuständig, aber ich habe ja die Informationen bekommen, die ich wollte. Also im Abfall. Wo ist denn der Abfall? Na gut, jetzt könnten wir eigentlich auch nochmal mit Maika reden. Vielleicht haben wir jetzt was Neues getriggert und sie sagt uns ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Ist ja hier manchmal so. Wie ich sehe, hast du die Dresine nicht von der Stelle gekriegt. Keinen Millimeter. Ihr großes Rad ist kaputt. Wenn Zirkus Hund gelehriger wäre, könntest du ihn im Rad laufen lassen. Wie ein Lemming. Oh, das ist es. Du hast recht, Malka. Das ist eine sehr gute Idee. Wo ist das Tier bloß hin? Ich glaube, es hat sich bei den Burghoff-Brüdern versteckt. Da waren wir doch gerade. Okay, aber danke für die Info. Das hilft mir weiter. Wie die Dialoge einfach immer sehr unabhängig voneinander abgespielt werden. Denn wir wussten es ja schon die ganze Zeit. Na, dann gucken wir mal. Wir brauchen bestimmt noch irgendwo diesen Lachs her. Hallo, kleiner Freund. Vermisst du jemanden? Sehr clever sieht er nicht Du gerade aus, vermisst doch aber hoffentlich die Brüder süß. nicht. Er kehrt dahin zurück, wo es ihm am besten gefällt. Hier ist es ohnehin menschenleer. No. Sehr clever sieht. Okay. Ach, der sieht ganz traurig aus. Der will bestimmt auch zurück. Der kommt bestimmt aus Siberia und will auch dahin zurück. So, kriege ich jetzt Fisch? No. Kann ich jetzt hier lang?
brauche jetzt aber auch nicht zurück ins Kloster gehen. Aber zum Fluss, stimmt, da gab es einen Fluss. Aber ich habe doch überhaupt keine Angel. Aber der Kolonel vielleicht. Der Kolonel hat vielleicht eine Angel. Orangenschlacks. Ah, oh je. Ich vermute, dass wir die Info wieder erst brauchen. Ja, wir müssen erstmal wieder jemanden fragen, der uns sagt, dass wir diesen Lachs brauchen. Und dann brauchen wir eine Angel, die wir höchstwahrscheinlich beim Kolonel kriegen, gehe ich mal davon aus. Dann können wir den Orangenschlacks angeln. Okay, also nochmal mit allen reden. Jetzt wissen wir ja, wo der Yuki sich versteckt. Und von irgendjemandem brauchen wir jetzt die Info, damit wir weiterkommen. Malka, wir haben schon lange nicht mehr miteinander geredet. Schon lange nicht mehr. Aber da. Ah, jetzt hatte ich es gerade. Mal sehen, wie ich diesen Yuki herlocken kann. Ich glaube, er frisst gern Fisch. Aha, sowas. Gut zu wissen. Ja, schön. Jetzt brauche ich aber entweder Netz oder Angel. Vielleicht kann Zirkus mir dabei helfen. Ich frage die jetzt einfach alle nochmal, weil ich... Ja. Bevor ich hier irgendjemanden übersehe oder irgendeine Info... Lieber alle nochmal fragen. So. Herr Zirkus? Zu Diensten? Haben Sie vielleicht den Yuki gesehen, Herr Zirkus? Wir wissen doch, wo er ist. Nein, ich habe nichts gesehen. Alles klar. Ich muss weiter. Ja. Und grüß Gott. Ja. So, grüß Gott in allen Herrenländern. So. Dann kann uns jetzt nur noch der Kolonel helfen. Oder wir nehmen doch das Eichhörnchen. Ja, also der Fluss ist da, ja. Der Fisch mit Sicherheit auch. Aber die Angel fehlt oder das Netz, je nachdem. Vielleicht kriegen wir auch einen Kescher. Wer weiß das schon. Aber der hat doch alles, der Kolonel. Alles fürs Fliegenfischen. Kolonel, ein Notfall. Geben Sie mir alle Angeln, die Sie haben. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Nur Mut. Das hatten wir schon, ja. Oh. Ich muss eine Lösung finden. Ach, wenn ich... Was war denn das gerade? Ich hatte jetzt hier gerade ganz viele Lupen. Waren das jetzt gerade Hinweise, die ich... Es waren gerade ganz viele, ich glaube, es war gerade einfach noch ein kleiner Glitch oder ein kleiner Bug als Hinweishilfe. Aber das haben wir eigentlich alles schon gesehen hier. Okay, mit dem kann ich nicht sprechen. Ja, sind wir wieder hier. Ich gehe nochmal hier hoch, vielleicht gibt es ja hier eine Angel. Ach, guck mal, hier ist aber auch hier der Sack, der Mehlsack. Hier ist nur ein Fahrrad. Wir können auch Fahrrad fahren. Wundert mich, dass es gerade so viele... Noch kein Geld mehr, ne? Ach, na, warte mal. Das funktioniert nicht. Waren das, sind das nicht... Nichts zu... Warte mal. Diese Katalanas. Sind doch... Sind das nicht diese Fischbonbons gewesen? Katalas meine ich natürlich. Hatte die Malka nicht gesagt, dass das diese... Irgendwo hatte ich das her. Oh, keine Ahnung.
Also wir können es mal probieren. Dann bräuchten wir zumindest keinen Fisch, weil ich wüsste nicht, was wir jetzt sonst machen sollen. Weil wir kriegen ja hier keine Angel. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir noch was finden sollen. Deswegen... Ich dächte, das sind diese Fischdinger gewesen. Bin mir nicht ganz sicher. Irgendjemand hat das doch mal gesagt, dass eine von den Süßigkeiten... Naja, egal. Egal, wir probieren es einfach mal und hoffen das Beste. Oder vielleicht steht der Hund ja auch einfach auf Süßigkeiten. Aber es würde mich schon sehr wundern, wenn wir lesen, dass er Fisch mag. Und dann eben diese Fischbonbons uns besorgen können. Wenn das die richtigen sind. Die anderen klemmen ja. Guck mal hier, was ich hab. Oh, der ist so niedlich. Sehr clever sieht er nicht gerade aus, aber süß. Er kehrt dahin zurück, wo es ihm am besten gefällt. Ja, ja, ja. Sehr clever. Kannst du ihm die jetzt mal geben? Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich die hier in die Kiste legen? Ja, funktioniert wahrscheinlich doch nicht, was? Oder soll ich die kochen? Igitt! Dieses Gerät ist ja ekelerregend. Katalas, was war denn nochmal Katalas? Hatten wir nicht irgendwo was von Fischbonbons? Dachte ich. Was hier irgendwas? Eine Angel oder so? Oh, ich leg die hier hin. Nee, geht nicht. Sehr clever sieht er. Sehr clever. Na gut, dann war es wohl falsch. Uff. Tja, was machen wir denn da jetzt? Oder sind das doch die anderen gewesen? Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, aber ich habe das... Es hat sich irgendwie so in meinen Kopf gebrannt. Diesen Fischbonbons. Ja, nochmal Malka fragen, die kennt sich ja da aus. Wir haben ja das Geld sowieso. Sind es vielleicht doch die anderen? Ich glaube, er frisst. Okay. Alles klar. Dann probier es jetzt einfach nochmal mit dem anderen Süßkram. Ey, was war denn das nochmal? Also ihr werdet es wahrscheinlich noch wissen, aber ich bin gerade so ein bisschen aufgeschmissen. Irgendwas war so geil mit Karamell und so. Und irgendwas anderes war Fisch. Hatten wir irgendwo mal gehört. Keine Ahnung. Dann probieren wir jetzt einfach mal das. In der Mitte haben wir noch gar nicht probiert, ne? Das funktioniert nicht. Ja, ich weiß, muss hoch. Ach, da sind das die. Ah. Nichts zu machen. Ab. Nee, da will ich ja auch gar nicht hin. Fischbonbon. Das funktioniert nicht. Ah, wo habe ich denn das schon mal gehört? Okay, dann waren das die falschen. Also habe ich es richtig gehört, aber eben das falsche, den falschen Automaten benutzt. Ah, wo war denn das? Hat das Malka uns erzählt? Ich weiß nicht mehr. Sie hat es ja auch gegessen. Naja, wer weiß. Auf jeden Fall gut, wenn noch irgendwas hängen geblieben ist in meinem Hirn. Ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist ja ein gutes Zeichen. Das hätte ich hier, glaube ich, jetzt auch viele Stunden damit mit der Suche verbringen können. Also die Idee, den Yuki mit Süßigkeiten zu locken, so fernab von jeder Realität ist das ja auch nicht. So, kriegst du ein paar Bonbons. Ist gut für die Zähne. Diese Bonbons magst aber auch nur du. Süß. Du bist also ein Yuki. Mal sehen, ob du mir jetzt folgst. Tierherr.
Ich bin ja kein Herr, ich bin ja eine Dame. Tier-Dame. Gucken wir mal. Oh, ist der niedlich. Oh, der kommt jetzt wirklich mit, das freut mich. Oh, guck mal. Guck mal, wie er uns folgt. Oh, ist das süß. Oh. Oh, das ist schon sehr liebevoll. Guck mal, Malka. Ich habe einen neuen Freund. Ich komme mal nicht weiter. Oh, ist der knuffig. Nee, ich kann schon echt verstehen, warum die Spiele so gut bewertet sind, auch wenn sie halt relativ einfach sind. Ah, das ist schon knuffig, ey. Das ist schon echt knuffig. So, komm mal mit. Komm mal mit. In die kleine Draisine. In die kleine Draisine. Ah, da gibt es noch ein paar Fischbonbons. Oder muss ich jetzt noch welche holen? Habe ich noch welche? Scheiße. Natürlich nicht. Och Mann. Das ist echt umständlich, Leute. Ja, der will noch mehr haben. Ja, ja, ja. Du willst noch mehr haben. Wie hat er sich überhaupt ernährt? Über die Zeit. Der war doch nur in dieser Kiste drin. Und da war er draußen. Naja, mal gucken. Aber rein, mit rein kommt er nicht. Denn Hunde müssen draußen bleiben. So, der Schlüssel. Das nein, funktioniert nein, nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß doch. Hatte der. Das funktioniert. Das Ding klemmt. Hä, wie das Ding klemmt? Achso, ich muss ja erstmal stehen. Oh, Leute, das ist echt furchtbar. So, ich hoffe, das war's jetzt. Nein. Habe ich schon. Oh, okay. Habe ich jetzt nicht gesehen, aber okay. Dann hätte ich das ja jetzt nicht machen müssen. Okay. Oh, endlich geht's weiter. Ich freue mich mal, wenn wir sowas abgeschlossen haben. Oh, der ist so süß. Ah, wie so ein kleiner Eisbär. Ich liebe Eisbären. Oh, wow, wow, wow. Komm schon, Yuki. Na los. Richtig im Matrix-Style. Nice. Tomb Raider. Hey, 20 km/h. Na toll. Was für Idioten. Ist der süß. Okay, wir haben den Zug eingeholt. Keine Ahnung, warum die jetzt gebremst haben. Wahrscheinlich wegen dem Warnschild in letzter Sekunde. Aber liebe Leute, hier muss ich jetzt wieder ein Folgenende machen. Guck mal, wir haben es ja immerhin schon bis in die Wildnis geschafft. Und ich glaube, Siberia ist nicht mehr allzu weit. Ich hoffe also, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Ich bin auch sehr glücklich über meinen neuen Begleiter hier. Und sage hoffentlich bis dahin. Macht's gut. Und tschüss.